Das nenne ich jetzt einfach mal X. Okay, X bringt mich nach hier. Das ist die falsche. Das müsste die richtige sein. Nö. Dann lassen wir dich mal draußen. Versuchen noch. Oh, okay. Erstmal muss ich mich gerade orientieren, wo ich bin. Ach, ich bin hier. So, das bringt mich nach B. Ja. Das kann ich rausnehmen. Ich muss jetzt... Hä? Hinter mir brennt nichts. Oh, hätte ich nach X gemusst? Nee. Kapier's gerade nicht. Versuchen wir mal M. Ja, das hat funktioniert. A und I. Dann nehmen wir mal J. Von J nehmen wir K. K nehmen wir L. Okay, das ist dann wohl auf der anderen Seite. Da müssen wir mit AI hin. Mit B kommen wir hier hin. Also ja, das ist richtig. Und mit C kommen wir hier hin. Oder wir machen es einfach so. Aha. Energy Field Key auf dieser Seite. Das ist übrigens auch was, was ich noch ausprobieren wollte. Schmiede. Ja, hier, Gold Key. Muss ich noch eins runter? Ja, ich nehme für diese Aufnahmesession jetzt einfach Zeit. Da haben wir schon benutzt.
Ja, hier. Nö. Okay. Gut, damit ist meine Vermutung futsch. Und ganz ehrlich, die andere Seite gucke ich mir gar nicht an. Ich versuche jetzt nur wieder. Ah. Na okay, ich versuche mal die anzubekommen. Oh. Oder ich teleportiere mich einfach hier hin. Danke. Dann nimm du mal das Schwert. Und es geht los. Wow. Einer ist weg. Wow. Geht einfach sterben. Dich kann man nicht so leicht einfrieren, ich merk's schon. Dich jedoch kann man leicht einfrieren. Dadurch kann ich dich ganz leicht totbritzen auch. So. Ich guck hier mir. Gut. Wechseln wir mal kurz die Waffe. Ja gut. Kann ich speichern? Ja, ich kann speichern. Gut. Erstmal hier in der näheren Umgebung alles abchecken. Weil für den Bossfight habe ich mich nicht gespoilert. Ganz ehrlich nicht. Jo, das ist schon mal praktisch. The power gem has been set. Now you need to get the well system to overload and explode. Okay. Das ist leichter, weiter nichts ist. Das kann ich nicht disrupten, purifyen, sonst was.
Oder nicht extinguishen. Oder ähnliches. Okay. Finde es außerdem lustig, wie hier die Säulen einfach so im Nichts rumstehen. Auf den Knopf will ich noch nicht drücken. Ich gucke mir jetzt mal die Seitenhallen hier an, weil scheinbar ist alles... Wow, da ist ja noch ein Lich. Oder ist das der zweite, der noch gefehlt hat? Ja, in Einfrieren ist definitiv praktisch. Das wollte ich eigentlich nicht unbedingt. Ich brauche ihn ja nicht. Laterne. So. Ah ja, da kommen wieder neue Gegner. Scheint aber ganz normale Watcher zu sein und mit dem Schwert ist das Ganze verdammt einfach, ey. Ich kann sie sogar durch ihr Schild einfrieren. Ja. Ja, Blazing Rune Lantern. So, die Dinger kann ich nicht wirklich einfrieren. Ich hätte von Anfang an auf Dolche gehen sollen, weil die Dolche sind teilweise richtig geil, die man in dem Spiel kriegt. Aber ja gut. Konsequenz heißt auch, Holzwege zu Ende zu gehen. Okay. Gut, du bist eingefroren. Dein Schild ist weg. Wir können dir Damage machen. Au. Eigentlich gerade das Schild macht die normalen Watcher zu einem der stärkeren Varianten. Ich meine, gerade die Lich-Variante fand ich ja irgendwie am harmlosesten. Die Deathlord-Variante aus der Unterwelt, die ging meiner Meinung nach einigermaßen. So. Okay, neue. Watcher.